Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. So Leute, und damit herzlich willkommen zu GTA 5 Online zusammen mit dem Flo. Hallo. Hallo. So, ich muss mir jetzt einen Charakter erstellen. Ich spiele es übrigens jetzt auf dem PC mit dem Flo. Und ja, ich muss mich noch ein bisschen einüben, aber das passt ja schon. Wir erstellen uns jetzt erstmal Willi. So. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, was für Möglichkeiten es hier alles gab. Viele. Aber das machen wir. Viele, das glaube ich dir. Ich hoffe, schreibt mir bitte in die Kommentare, ist der Flo laut genug und Zeugs. Denn ich hoffe, dass es jetzt alles passt. Also Geschlecht männlich, das auf jeden Fall. Sicher? Ja, ja. What the fuck? So, wir switchen hier einfach mal durch. Sollen wir auf die Bilder gucken oder auf mich? Hm, gute Frage. Wir gucken erstmal auf die Bilder, die sind alle hässlich. Von den Eltern? Ja, ja. Ich guck mir mal die Mutter an, also. Ich dachte, da ist vielleicht eine geile Schnute dabei, aber gut, wir gucken einfach auf mich dann halt eben, was so ein bisschen passt. Ja, warum willst du eine geile Mutter haben im Spiel, ey? Was ist mit dir? Okay. Hilfe. Alter, der ist... Alter. Ich glaube, ich bin sogar schwarz, ich weiß es gerade gar nicht mehr. So ein Opa, so ein Chinese, Alter. Was ist das denn, Alter? Ich will, dass hat der... Hat da jeder die gleichen? ...normal aussieht. Ach du Schande. Du kannst ja am Ende eh noch alles ändern, ne? Also auch von Gesicht her. Ja, ja, aber ich will, dass er halbwegs normal aussieht. Digga, sieht der hässlich aus. Okay. Zufällig kann man auch machen. Okay, auch interessant. Gesichtszüge. Hervorstehen. Flach. Stirn. Aber da muss ich drehen. Wie drehe ich denn? Q und E. Okay. LOL. Alter. Wie er sein Gesicht so... Was ist, macht er denn? Standard. Okay, warte. Dann machen wir wieder normal. Augen schmal. Standard. Keine Ahnung. Ich hab, glaube ich, fast alles auf Standard gelassen. Ja, ja, ich gucke mir das gerade auch an und irgendwie... Digga, wie... sieht aber alles so hässlich aus. Tschüss. Gebrochen. Ja, ich habe einfach eine gebrochene Nase. Wangenknochen groß. Klein. Ja, auch Standard. Alter, was ist das denn hier, du? Fett. Dünn. Ich hab dir ja vorhin erzählt, dass ich gut fahren kann, ne? Ja, jetzt mach es nicht. War eine Lüge. Lass mich fahren. Ich bin übrigens der krasseste Pilot ever, Leute. Vielleicht werden wir es irgendwie... Nee, ich kann nicht. Alter, meine... Alter, wie das aussieht. Junge, meine Tastatur, die spielt echt verrückt. Die ist gerade einmal lila, dann ist sie einfach mal blau, dann... Das ist... Okay, lassen wir das einfach mal so. Aussehen. Hipster. Seitenscheitel, kurzer Schnitt, Pferdeschwanz. Ich würde mir das gut überlegen. Kurz gekämmt, warum? Weil du erstmal kein Geld hast und nicht zum Friseur kannst und so. Auch gekämmt. Ja, ich muss was nehmen, was ähnlich zu meiner aussieht. Die ist nichts. Die ist. Das war auch geil, aber. Ja. Ja, mein Charakter schaut halt mal null aus wie ich, ne? Ja, meiner soll auch nicht ganz aussehen wie ich, aber so ein bisschen ähnlich. Ein bisschen ähnlich, ne? So. Machen wir einfach. Gibt's ein Dreitagebad schon, ne? Machen wir einfach. Ja. Dreitagebad hier. Hast du ja auch, ne? Ja. Ja, ja, klar. Wer kennt's nicht? Ausschlag. Den musst du auch nehmen, ja. Akne. Genau, oder? Pubertät, nee. Sieht alles so krank fest aus, Alter. Was ist denn das Herpes? Lass mal weg. Hautalterung, erste Anzeichen. Faltig, schlaff.
Ruhestand, Junkie. Nee, normal, Alter. Wie ist das denn hier? Junge, wie sieht das denn aus? Gibt's hier auch irgendwas Normales, oder? Ja, einfach gar nichts machen. Dann ist normal eigentlich. Windpocken, oder was sind das hier, ne? Nee, okay, das lassen wir auch bleiben. Hautschaden brauche ich auch nicht. Augenfarbe ist bei mir. Weißt du, Flo? Nee. Perfekt. Blau, oder? Richtig. Jeder hat blaue. Augen-Make-up. Ja. Mache ich ganz sicher. Ich habe im Moment rote Augen. Rot. Also jetzt im Game, nicht in Real Life. Bin ich bekifft. Wie kann ich denn hier die Farbe auswählen? So kann ich die Farbe auswählen. Der Tagebart ist ja dieselbe Farbe dann, ne? Ne, kann man aber auch was anderes nehmen. Ja, mach mal so. Ja, geht, ne? Also, ganz so hässlich ist er ja doch nicht. Ja, ja. So, wen nehmen wir jetzt hier? Alter. Den Swagger, den hatte ich auf der PS4, aber den will ich jetzt nicht nochmal nehmen. Das ist normaler Stil. Sportlich, smart, Party. Wir nehmen Protzig, Alter. Protzig? Nee, aber wenn dann so. Machen wir es so. Hut brauchen wir keinen. Stylischen Haare passen. Bille will ich auch keine. Crew-Shirt. Hast du ein Crew-Shirt? Nee. Lass mal weg, ne? Kein Crew-Shirt. Ey, wenn du mich gerade fahren siehst, ey. Werte, was hab ich denn für Werte? Wie kann ich das einstellen? Ja, das passt schon so. Das passt schon. Speichern. Und weiter. Charaktername. Mike, let's play. So. Oh, wie schön er grinst. Annehmen. Okay, es geht schon. Also so schlecht sehe ich nicht aus, obwohl es hier nicht so viele Möglichkeiten gibt, den irgendwie halbwegs normal aussehen zu lassen. Ich bin jetzt gespannt, wie du möchtest aussehen. Möchtest du die GTA-Einführung überspringen? Ja, möchte ich überspringen, denn ich habe es schon auf der PS4 und PC gespielt. Und ihr kennt das sicherlich auch alle. So, wir müssten in einer Crew sein und ich müsste in deiner Lobby spawnen. Kann ich auf Tab nachgucken? Weiß ich nicht, wie ich spiele. Ja, auf Tab macht man Waffen. Bin ich bei dir in der Lobby? Nee. Versuch nochmal. Okay, dann komme ich rein. Okay, lol. Alter, was sind das für Karren, Alter? Das zerstört. Das sind alles meine lieben Karren. Gott. Ich hab die ewig lang aussortiert, ey. Oh mein Gott, sind die krank. Ja, auf jeden Fall gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, was wir zusammen machen sollen. Ihr kannst du mich jetzt mal angucken. Achso, ja. Du siehst auch ganz toll aus. Ja, so schaut übrigens auch in Real Life aus, also. Ja, ja, ich auch. Ja, bei mir ähnelt es sogar ein ganz kleines bisschen. Die Haare, die, ja. Ja, doch. Bart habe ich noch nicht. So ganz erwachsen bin ich auch noch nicht. Wir hätten die Crew Black und White nennen sollen. Black and White, ja. Alles klar. Auf jeden Fall gerne Vorschläge, was wir denn machen sollen hier. Ansonsten machen wir einfach ein paar Chaos-Folgen, ein bisschen Heists und eventuell auch ein paar solche, ja, Rennen-Folgen oder einfach ein paar Rennen fahren. Oder auch wie jetzt einfach Chaos-Folge mit Laden, Ausrauben, bla bla bla. Ich darf mir eine Karte schnappen. Echt, du kannst wahrscheinlich nicht einsteigen, du musst sagen. Was willst du jetzt machen? Laden? Ja, markier mal einen Laden, genau. Ist bei dir markiert? Ja. Perfekt. Warte mal, wir drehen ihn noch andersrum. wir drehen ihn noch andersrum, danke. Weil da kann ich direkt einsteigen und lospacen. Stimmt, du hast ja alle Waffen, ne? Ich habe keine Munition, fällt mir gerade auf bei den einen. Junge, ich habe einfach nur eine Pistole. Junge, was hast du für eine Waffe? Her damit! Mach! Mach! Schüchtern ein! Ich will meine Muni nicht verbraten. Jetzt kriege ich einen Anruf. Mehr schießen, Einschüchterung. Ja, okay, Geld habe ich. Jetzt habe ich ihn gerade getötet, ey. Nein. Mach hin, ich überfahr dich. Ich kann nicht mehr rennen. Mach! So. Ich muss jetzt. Ich baller jetzt. Kannst du nicht Lester anrufen? Nein, das wäre doch langweilig. Ja, es wäre langweilig. Gibt's hier irgendwo Flugzeuge? Hast du ein Flugzeug oder? Ja. Wo?
Markier. Nee, ich muss erst bestellen. Ach, bestellen. Ja, ich bestell. Warte mal, bestell wo bestell ich bis noch dahin, mal? Bis du ein Flugzeug bestellen hast, Alter. Ich würde fahren nach Richtung links. Link. Richtung links. Einfach geradeaus jetzt. Du willst wahrscheinlich Gold, oder? Gold, keine Ahnung. Einfach ein Flugzeug. Goldenes Flugzeug? Perfekt. Keine Ahnung. Ich hoffe, das war jetzt das Flugzeug und nicht das... Ja, perfekt. Dahin fahren. Wir haben dich schon los, Alter. Wir sind schon los, aber wir fliegen trotzdem eine Runde. Du musst dem Punkt folgen, ne? Das nee, weißt du, check ich. Ja, weil du gerade... Ja, ich hab grad nach was nachgeguckt. Alter, aber bis du da bist, bin ich kurz mal weg. Ich muss kurz weg machen. Ja, dann geh einfach mal. Wetten, ich schaff's wieder nicht. Oh, doch. Wie kann man... Es flugt... Ah, ja, ich weiß, wie man's lenkt. Oh, ey, das war so close zum Explodieren. Ich sag's dir. Nee. Warum? Also, pass auf. Du kriegst das hier. Genau, nimm du mein goldenes. So, du kannst mir jetzt folgen. Folg mir unauffällig. Also ganz langsam, okay? Ich bin jetzt da. Das ist so scheiße. Ja. Resident hier on point. Wo muss ich jetzt hin? Geradeaus. Okay. Also ich bin schneller. Ja, chill doch! Junge, du flieg! Ja, okay, ich fahr dir hinterher. Pass auf, dass du nicht so reinfährst. Da musst du da nochmal stehen bleiben. Dann versuchen wir auf dem Ace Bank Tower zu landen. Na. Was mit dem Flugzeug? Wahrscheinlich. Ja. Was habe ich für eins? Mit dem Heli. Ja, das gleiche wie ich. Ja, okay, dann passt. Ja, mit dem nur halt in Gold, ne? Mit dem kann man. Guck mal, ich könnte dich halt locker überholen, ne? Mit der Karre. Ja, warte, da steht's. Bleib stehen, Junge! Hör auf! Wie bremse ich? Alter. Perfekt. Alter, die Bremse ist ja mal mega kacke. Okay, pass auf. Ich krieg das Sponsen-Ding. Als ich weiß Passagier? Auch, warum ich früher den Clan hatte, ich als Passagier. Bonds. Kannst du einsteigen? Ja, ich denk schon. Ja, kann ich. So, du fliegst vor oder ich flieg vor? Wer soll es machen? Du. Ich flor, okay. Sollen wir auf den Messbank Tower? Ja, komm. Eigentlich habe ich das immer geschafft. Ich meine, jetzt spiele ich zum ersten Mal auf meinem eigenen PC. GTA auf dem... Du kannst schon abheben, ne? Nö. Wie hebe ich denn eigentlich ab? Rein, du. Ich weiß gar nicht, wie ich abhebe. Wie fliege ich? Junge, mit einem Numpad. Ich habe das gar nicht an. Du musst nochmal landen. Wo denn? Ja, auf der Landebahn. Ich weiß nicht, wie man fliegt. Wie fliegt man? Ja, mit Numpad. Ah, hey! Hey! Alter! Hey! Junge! Ich hab ausgeholt! Okay, pass auf Leute, diesmal 2-3. 5! Wie fahre ich das Ding ein? Geh! Okay. Ich hätte jetzt F sagen sollen, dann wärst du rausgesprungen. Ja, das hätte ich auch noch gerafft, glaube ich. Wetten, du fliegst gleich in mich rein, wenn du dumm bist. Dreh noch mal eine Runde. Ich stürz gerade ab, Alter. Du siehst ja gerade, was bei mir passiert, oder? Nee. Alter, ich sehe dich gerade. Ibims! Ja! Hast du es geschafft? Oh nein! Ich muss raus und ich habe keinen Fallschirm! Nein! Man hat immer einen Fallschirm, wenn man. Nein, ich nicht! Ich habe keinen. Oh. Ich bin tot. Du hattest safe keinen. Nein! Soll ich dich abholen mit dem Flugzeug? Ich lande auch. Ich lande! Alter! Oh. Bleib stehen. Alter, wie? Bleib doch stehen! Ja, der fährt weiter. Oh nein, Flügel ist weg. Alter, bist du blöd. Hi. Oha. Er überfährt mich einfach. Hab ich gar nicht. Er überfährt mich einfach. Hallo? Kannst du mal auf... Stehen. Was wird das jetzt? Ach so, das wollte ich jetzt sagen. Das ist das schnellste Motorrad. Er baut instant einen Unfall. Danke, dass ich das schnellste Motorrad heute fahren darf. Nein. Ja, dann. Tschüss. Junge, hallo. Steig entweder auf, oder? Ja, chill doch mal, Alter. Au. Hallo. Nee, nein, so nicht. Hä, ich drück gar nichts. Das ist der Controller. Tschüss. Bist du dumm. Das muss ich mit reinschneiden, Alter. Digga! Ja, überfahr mich halt. Verpiss dich. Wie du rumbackst.
Entweder du fährst mit mir jetzt mit oder ja, ich töte ich. Dich. Also komm, ich überfahre die jetzt. Komm, jetzt Massaker am Strand, hallo. Strandmassaker. Strandmassaker! Exploding! Wo sind ja. die Bullenschweine? Komm, los, 5 Sterne. 5 Sterne schaffen wir. Schaffen wir locker, oder? Ich sehe einfach Strandmassaker. Keine Menschen. Ja, ja. Menschen sterben. Nackte Menschen. Brumm, brumm. Ups, ja. Guter Fahrer an dieser Stelle auf jeden Fall. Und du kannst einfach so leicht sterben, ne? Und ich kann auch so leicht irgendwelche Helis kaputt machen. Oder alles. Hey, ich dachte am Strand. Ja, haben wir jetzt schon. Achso, jetzt gehen wir in die City. Ja, hier, das ist die City. Das ist der Müllcontainer, ja. Alter, Junge, ich raste gleich komplett aus, hier geht gar nichts mehr. Mich würde mir so interessieren, ob ich das Auto tunen kann. Ein paar Witzchen reißen kann man ja manchmal. Du fährst oh, Stacheldraht, ich habe keine... Ich wollte gerade sagen, du fährst einfach voll drüber, aber du hast ja bestimmt solche schusssicheren Reifen und so. Weiß ich nicht, ob das das von automatisch hat. Ich habe das noch nie getunet und ich weiß auch nicht, ob das zum Tunen geht. Ja, wir haben platte Reifen, Minio. Das ist ja nicht gut, aber wir haben immer noch mich, der hier absolut krank rumballert. Ich glaube, ich rufe mal Lester an, hör mal auf rumzuballen. Ich kann es tunen, sogar mit dir drauf. Ich fahr jetzt einfach rein. Schießen? Du bist einfach drauf. Was machst du gerade? Noch nichts. Ich bei mir stehe ich einfach da drauf. Dann. Ich würde sagen, Alter, das sah richtig krass aus. Vor allem, weil ich im Stunt halt noch, 360. Weil ich halt im Stunt noch auf die Bullen geschossen habe, das sah richtig heftig aus. So Leute, ich würde sagen, das war's von diesem chaotischen Part. Und ja, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns wie gesagt in die Kommentare, was wir beim nächsten Mal machen sollen. Wir werden auf jeden Fall demnächst dann auch heiß starten. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what. The where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now goodbyes. Feel like a tide.